Ach, Robert, servus. Also, du weißt, was mache ich hier? Wer bin ich? Ja, ja, wie viele? Ach ja, ja, mir ist eingefallen, wir haben heute einen Termin. Ah, echt? Senf zum Sonntag. Ah, cool, aber das ist wie eine Kamera. Nur schon gedacht. Ach, da steht eine Kamera. Scheiße. Cool. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Geht schon. Also, servus, Leute. Herzlich willkommen. Heute mal wieder zum Senf zum Sonntag. Heute habe ich meinen Freund und Kollegen, den Eggy, dabei von der AFCT, Academy of Functional Circuit Training. Und der Eggy hatte eine geile Idee, der wollte auch ein Ding ansprechen, was ich auch nicht für unwichtig halte, nämlich das Thema Fehler machen. Und die Idee fand ich klasse, deswegen machen wir das heute mal featuring Eggy. Er sieht euch zwar nicht, aber ihr seht uns heute wieder und deswegen... Eggy, erzähl mal. Ja, Fehler machen, großes Thema. Viele von Trainierenden, wie ihr es auch seid, bekommt viel gesagt, ihr sollt so machen und sollt so machen. Robert macht es halt so, wie ich ihn Robert kenne, lässt da auch viel laufen, sagen wir es einfach mal so, um Fehler bewusst machen zu lassen. Wir sind gewohnt aus der Schule, Fehler sind was Schlechtes, Fehler dürfen nicht passieren. Wer Fehler macht, der wird ausgestoßen. Das wollen wir ja komplett eigentlich vermeiden, was eigentlich auch nicht stimmt. Weil Fehler machen ist ganz wichtig. Und wir provozieren auch Fehler bewusst, auch im Training. Denn nur durch Fehler können wir lernen. Also wenn es gleich perfekt ist, ist er gar nicht möglich. Also auch Fehler machen, das heißt unterschiedliche Sachen zu machen, die gar nicht mal mit der eigentlichen, sagen wir mal, Zielform der Bewegung was zu tun haben, um so auch Bewegungsintelligenz und Kompetenz zu erzeugen. Also Fehler machen, wichtig zum Lernen und zur Verbesserung. Definitiv. Zur Verbesserung ist ja auch wichtig, dass man dann an den Fehlern arbeitet. Also viele Sportler, Freizeitsportler, aber auch teilweise Athleten, arbeiten nur an den Sachen, die sie schon können, die sie schon beherrschen. Und da bin ich der Meinung, da entwickelt man sich nicht so schnell und so gut weiter, wie wenn man dann tatsächlich an den Baustellen arbeitet, die man hat. Also dient auch Fehler machen und Fehler zu haben und diese dann gezielt auszumerzen, eben dem Fortschritt. Deswegen kann man nicht sagen, dass Fehler per se schlecht sind, sondern die dienen einfach dazu und sind wichtig dafür, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ein Ding zum Thema Fehler habe ich auch mitgenommen aus einem Workshop, aus dem Tanz. Da war eine Tanzchoreografin, die dann gesagt hat, ja, jeder Körper kreiert Bewegung anders und jeder Körper und jeder Mensch perfektioniert dann auch diese Art von Bewegung auf seine eigene Art und Weise. Der eine macht so, der andere so. Und ja, viele Wege führen nach Rom. Und deswegen sind Fehler absolut erlaubt und zulässig und nicht verboten und sollen gemacht werden im Sinne der Weiterentwicklung der persönlichen. Ich glaube, dass wir Fehler nicht als negativ sehen dürfen. Also Fehler ist sehr stark mit einer Bewertung behaftet. Also Fehler ist immer per se was Schlechtes. Wir dürfen Fehler nicht als was Schlechtes sehen, sondern immer das, was uns weiterbringt. Also auch irgendwas erledigen und das, was nicht funktioniert, ja, Niederlage im Job, Beruf, sonst wo, ist Anführungszeichen Fehler, also von dem, was wir lernen können. Also wir dürfen es... Was uns dann besser macht. Genau, wir müssen es positiv behaften. Ein Fehler ist immer eigentlich was Positives. Wir müssen nur uns bewusst machen, dass es ein Fehler ist. Ja, und dann feststellen, okay, gut, daraus lerne ich und dann kann ich mich auch weiterentwickeln. Zum Beispiel ein Purzelbaum. Klassiker ist jetzt ein Purzelbaum. Es gibt so klassische Vorgaben, abrollt über den Kopf, über die Seite, wie auch immer. Aber Purzelbaum lernen wir nur, wenn wir es einfach machen. Und zwar erstmal egal wie. Erstmal rollen, glaube ich. Ja, einfach mal rollen. Einfach mal bewegen. Unterschiedlich links, rechts, vor, zurück, über die Seite, ganz egal. Und irgendwann lernen wir dann auch den Körper mehr kennen. Das Bewusstsein ist da. Ja. Und irgendwann wird es immer einfacher.
Der Körper sucht sich dann schon irgendwo die Idealform. So ist es. Da geht es auch erstmal nicht darum, erstmal den Leuten die Theorie ins Hirn zu hämmern, dass man den Kopf um 45 Grad neigen muss, die Wirbelsäule um so und so viel Grad beugen muss, um dann mit einem krass kraftvollen Abstoß aus den Beinen in den Überschlag zu kommen oder so ein Mist, sondern da geht es darum, es einfach auch erstmal zu machen und dann, ne, wenn ich jetzt gemerkt habe, jetzt habe ich mir die Birne dabei eingeschlagen, das hat wehgetan, dann drehe ich halt meinen Kopf mal zur Seite und probiere, ob es so vielleicht ein bisschen geschmeidiger funktioniert. Ne? Also bei vielen ist es dann so, die das dann machen und das fühlt sich komisch an, egal, so an Puzzlebaum oder Rollen und Kabeln, fühlt sich immer komisch an. Schaut vielleicht auch lustig aus und belustigt viele, was aber positiv ist. Ja? Man ist in Anführungszeichen, man blamiert sich, aber nur wer sich, also ein schöner Satz, den ich mal gehört habe, blamier dich einmal am Tag und du wirst Erfolg haben. Dürfen uns nicht abschrecken von irgendwas zu machen, was außerhalb unserer Komfortzone ist. Richtig, weil letztendlich resultiert das ja auch wieder aus einem Bewertungssystem von irgendeinem anderen Menschen, der dann sagt, ist falsch, ist richtig, schaut komisch aus, schaut gut aus und so weiter und so fort. Das ist da, finde ich, auch fehl am Platz, sondern einfach seine Erfahrungen in der Bewegung machen, Fehler machen, sich stetig weiterentwickeln und dann seid ihr auf jeden Fall richtig gut dabei. Ich glaube auch. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag, lasst es krachen und bis bald. Ciao.